Okay, dann, ja, wir sind das Departement Dekoration und wir machen jetzt die Hängewand neu. Ja. Wir wissen noch nicht ganz genau, was wir machen, aber wir haben schon mal ein bisschen was vorbereitet. Und die Scheiße räumen wir jetzt erstmal hier rein. Oder? Nee, wir räumen erstmal die andere Scheiße hier raus. Die raus? Das alles raus und das alles raus. Alles neu. Okay. Gar nicht. Könnt ihr auch den Chat gucken, ob ihr es geil findet oder nicht? Was ist dein Mikrofon? Da, auf dem Stuhl liegt eins. Hast du so ein Ansteckding? Die können wir uns übertragen. Da müsst ihr eigentlich noch eins ziehen. Okay. Mit zwei. Warte, wo ist das jetzt alle? Da, auf dem Boden liegt noch eins. Sehr einfach. Oh mein Gott. Das heißt, das kann man zusammen. Ja, gehört an die linke Seite. Ganz linke Ohr. Hört man euch auch. Okay. Offenbar hört man uns jetzt. Jo. Geil. Okay, soll ich das nochmal wiederholen, was wir gerade gesagt haben? Wahrscheinlich macht das Sinn. Wir machen die Hängewand neu, wir sind das Dekorationsdepartement. Ja, und das kommt jetzt erstmal alles raus und dann kommen da neue hübsche Dinge ran. Und wir müssen zum Glück nicht bohren, denn diese Wand ist so butterweich, dass man da ein Nägelchen reinmachen kann. Und die ist sogar so weich, dass man die Nägelchen, die da drin sind, einfach mit dem Objekt aus der Wand herausziehen kann. Okay, das war vielleicht ein bisschen übertrieben. Doch. Eh ausgedient. Das ist ja, die Zeit der Planeten ist vorbei. Das geht echt ganz gut. Vielleicht ist das was für den nächsten Backyard Sale. Da kann man die dann bestimmt erwerben. Zu einem Liebhaberpreis. Auch der Schrank wird ausgeräumt und für den Schrank haben wir eine wunderschöne neue Blende gemacht. Okay, das ist eben eine Technik Option. Hier ist echt viel zu drin. Das war bestimmt auch mal irgendwas Wichtiges gesagt. Sehen auf jeden Fall so aus. Ja. Das ist ein bisschen gefährlich hier. Sobald es ein bisschen Budget gibt, können wir uns dann auch diesen Stühlen mal widmen, denn die sind ja so richtig schön 1995. Die erzählen auf jeden Fall eine Geschichte. Die erzählen, ja. Die erzählen einiges. Das sieht man zum Glück auf der Kamera nicht, aber in echt ist es schon mäßig eklig. Also keine Angst, wir schmeißen die Sachen nicht weg. Wir werden sie irgendwie bestimmt reinverwursten in ein anderes Set. Räumst du das alles in die Kiste jetzt rein? Haben wir ein System dahinter? Nee. Oder schmeißen wir das einfach alles hier vorne erstmal auf den Boden? Rocket Bean Style. Also ich habe den Kleinkram jetzt hier reingetan, damit die beieinander sind. Okay. Genau, und vielleicht verwursten wir die ja in neuen Sets und falls euch das auffällt, könnt ihr ja gerne mal Feedback geben.
Ja, hier sind noch alte Autogrammkarten von Game One Zeiten. Teilweise auch mit unterschrieben. Hi. Mhm. Ja. Fragt sich bestimmt auch, was ist eigentlich in diesen Kisten hier drin? Und die Antwort ist: ein großer, roter Onesie. Ich weiß nicht, ob der mal eine Rolle gespielt hat oder ob das Privateigentum von irgendjemandem ist, aber. Ja. Raus damit! Raus! Auch sehr schön, wer uns immer die geschickt hat, diese Panzerschuhe. Mega geil. Weißt du noch, wofür die waren? Irgendwas mit World of Tanks? Ich weiß es nicht. Ja, da sind ein paar wirklich, wirklich schöne Objekte dazwischen. Oh, die sind gar nicht mehr gut. Ja. Was kann nicht immer alles sein. Oh, noch mehr. Noch mehr, noch mehr Unterwäsche. Mehr Unterwäsche. Also, falls es jemand aus der Firma sieht und es so muss. Ja, guck mal, das ist eigentlich eine ganz, nur so eine coole College-Jacke. Qualitätsmäßig. Okay. Brennt bestimmt gut. Es riecht auch frisch gewaschen. Stimmt. Welche? Die gelbe? Hier ist auch noch eine in. Vermutlich gehört einiges von den Sachen für sie mal. Sie ist auch noch in weiß. Nee, Tobi hat gerade angemerkt, dass das früher mal das Lager für schmutzige Wäsche war, aber es riecht tatsächlich gewaschen alles. So, hol mal einen Lappen, wa? Ja, nicht schlecht. Okay, Monty meint, es würde alles Simon gehören. Das ist alles weiß. Ja, das wird ja jetzt alles noch umgestaltet. Wie gesagt, falls ihr gerade erst eingeschaltet seid, wir wissen auch noch nicht genau, wie es hinterher aussieht. Einen groben Plan haben wir schon. Mal schauen. Es wird auf jeden Fall sauberer aussehen. Zumindest für die Menschen, die hier... Nicht sehen, aber die Suppe läuft. Ich weiß nicht, kann man das einmal hier in der... Welche Kamera ist die hier? Geil. Ja. Ich hol mal was zum Trockenwischen. Ja. Ja, genau. Ich bin dafür, dass wir das Hängi dann hinterher einweihen mit einer ordentlichen Sause. Ja. Aber alle bitte in Maleranzügen und mit so Schuh überziehen. Ja, mit solchen Pantoffeln bitte. Ja. Ich hol mal was zum Trockenmachen. Geil. Aber es fühlt sich doch auch immer gut an, wenn man Dinge sauber macht. Danach fühlt man sich doch selber auch irgendwie gereinigt. Nicht wahr? Schön. Ach ja. Man kriegt das nicht mal so richtig, also hätte man einen Eimer Wasser noch mitnehmen sollen, weil es ist. Man macht eher noch so eine Matschepampe damit, als dass man das richtig wegkriegt, den Dreck. Da sind bestimmt schon diverse Substanzen abgelagert. Schön. Ich wische auch mal hier über den Kabelkanal rüber. Mmh. Oh yeah! Hier hinterm Schrank ist besonders schlimm. Ja, eigentlich ist das doch das eigentliche Jugendzimmer hier. Das Hengi ist ja vom Prinzip her schon das Jugendzimmer. Ja. Wir tragen diese Anfrage weiter.
wenn man hier dann auch so 15 Leute drin hat, dann ist auch schon kuschelig voll. Ja. Okay, ich komme da hinten in die Ecke, geh nicht ran, kannst du da einmal schnell. Was denn? Da ich über die letzte Ecke von dem Kabelkanal hier. Oder so, ist natürlich auch möglich. Ja, wenn dann richtig hier, ne? Ich möchte eigentlich auch gerne noch kurz einen Staubsauger holen. Oder ich hole mal zumindest einen Handfeger. Ja. Ich weiß, wahrscheinlich muss ich eigentlich das Mikrofon ausmachen, wenn ich hier rausgehe. Ich hab's auch angelassen. Dann irgendwelche Störgeräusche kommen, das wird uns überraschen. Aber dafür haben wir ja den Jörg, ne, Jörg? Wenn wir Tonprobleme haben, dann organisierst du das, dass wir keine Tonprobleme mehr haben. Ja, siehst du. Ah. Ach so, hier, ne? Ja, ist sauber. Der Chat gerade fragt, wer ist. Genau, Laura ist die Dunkelhaarige und ich bin Lydia. Genau, jetzt haben wir erstmal alles sauber gemacht, beziehungsweise den Boden, den müssen wir noch ein bisschen fegen. Den könnte man bestimmt auf eBay oder so verkaufen, versteigern für einen guten Zweck. Hier hat sich auf jeden Fall einiges angesammelt. Hätte da jemand Interesse dran an Original Rocket Beans Staub? Ja, genau. Ich glaube, kleine Tütchen reichen da gar nicht. Also Wollmäuse kann man das auf jeden Fall nicht mehr nennen. Das sind schon Ratten. Das sind Ratten, ja. Naja, ich kann ja schon mal grob unseren Plan revealen. Wir haben nämlich von der Gamescom, von dem Merchstand, glaube ich, war das, so Kapperplatten übrig. Und da haben wir jetzt kleine Vierecke ausgeschnitten und damit möchten wir gerne die Wand verzieren. Denn es wurde extra so bestellt, dass man die Dinger wiederverwenden kann, weil es hieß dann, ne, wenn wir schon Geld dafür bezahlen, dann wollen wir auch noch ein bisschen mehr davon haben. Deswegen ist das neue Wanddeko. Geil. Immer so weit, dass ich das Ding hier reintragen kann. Ja. Wir haben auch hier schon das erste, unser Centerpiece. Die großen roten Augen, die man nicht sieht, weil die Stühle davor sind. Ihr kennt das. Schön. Haben wir eine Zange mitgenommen? Nee, das haben wir natürlich vergessen. Ich hole mal eine, ne? Ja, hol mal eine Zange. Ja. Da nehme ich euch aber nicht für mit. Irgendwo. Schön. Das Schwierige an diesem Raum ist, dass die Leute hier ja oft in den Ekelstühlen sitzen, aber manchmal auch an Tischen sitzen. Und dann verändert sich immer der Kamerawinkel so ein bisschen. Und deswegen ist es schwierig, den Hintergrund zu... Tobi hat eine Zange. Yeah. Tobi hat uns eine Zange mitgegeben. Yay! Ich muss mich wieder neu verkabeln. Was wollte ich gerade sagen? Genau, wenn die Leute an Tischen sitzen, dann sitzen sie halt höher und dann ist natürlich der Hintergrundausschnitt auch anders. Das ist sehr anspruchsvoll. Deswegen weiß ich noch nicht ganz genau, wie wir das hier platzieren, damit das möglichst aus beiden Perspektiven akzeptabel aussieht. Das wird schwierig. Ich muss mich auf jeden Fall bitte über die drei Löcher rüber, die ich da sehe. Die hier, ne? Ja. Ja, wir haben noch genug Material, um die zu verbergen, glaube ich. Für was steht das Hängi? Wird gerade gefragt. Für was steht Hängi? Für abhängen, rumhängen, Hängi, Hauptquartier. Spontane Session. Ich wurde auch schon mal gefragt von jemandem, der das Konzept nicht kennt, ob das der Raum ist, wo wir unsere Leute aufhängen oder erhängen, wenn sie gepackt haben. Ja. Das ist allerdings passiert alles hinter der Kamera. Ja. Das müsst ihr zum Glück nicht sehen. Also ihr müsst auch nicht alles wissen. Also wir teilen viel, aber nicht alles. So. Wir können das eine Teil, das schon gesetzt ist, auch schon mal hier vielleicht an den Schrank anbringen. Das ist nämlich diese mega geile Blende. Vielleicht, ich stelle mal die Stühle raus. Unter Schmerzen ausgeschnitten haben. Jetzt kommt der große Moment, ob es passt einigermaßen. Das ist sehr nice. Ja. Passt es? Oh yeah.
Geil. Schön. Ey, das war so eine Scheißarbeit, die auszuschneiden, Freunde. Ja. Mussten Cutter ihr Leben verlassen. Das sieht aus wie so harmloser Schaumstoff-Kunststoff-Verbund. Aber nein, das ist das Werk des Teufels, denn das ist einfach Granit. Und du musstest jede, vor allem Kreise, Kreise sind besonders ätzend, weil du halt immer dazu neigst, dann einfach gerade weiter rauszuschneiden, weil du so viel Kraft da reinpresst. Naja. Ja, wird schon gesagt, hier sind zwei Fächer dicht. Ja, vielleicht öffnen wir die irgendwann mal. Das ist eine Designentscheidung. Genau. Es ist ein bisschen so wie der MacGuffin. Niemand weiß genau, was eigentlich hinter diesen Fächern ist. Ja, aber das ist so. Vielleicht die Büchse der Pandora oder irgendwie. Ja, oder wie wenn man spontan Besuch bekommt und man schnell irgendwie die Sachen in Tüten oder Kisten oder Schubladen stopft. Ja. Vielleicht ist das dafür geeignet dann. Genau, da können dann die ganzen Pfandflaschen rein. Aber sag das nicht zu laut. Der einzige Nachteil ist halt, dass du den Schrank immer von der Wand ziehen musst, um es von hinten einzuladen. Ja. Ja. Aber es ist immer. Mit so einem Klappmesser. Ja, könnte man auch überlegen, so eine Tür rausmachen. Da müssen wir noch Scharnieren holen. Scharniere, also ein paar haben wir noch unten. Nee. Wir machen das einfach fest. Es ist einfach, man darf den Leuten auch nicht zu viel Stauraum geben, weil der wird dann zugemüllt. Ja. Und wenn man nur diese Möglichkeit gibt mit den paar Fächern, dann reißen sie sich vielleicht zusammen und stellen die Scheiße bei sich irgendwie. Sieht gut aus, ja, sehr schön. das heißt, du willst jetzt erst das dran nageln? Sollen wir das einfach mal reinkloppen? Das ist so ein schwedisches Mulchprodukt, was ich bestimmt gleich brauche. Ja. Die Mädchen reinmachen. Dann hole ich mal das Zubehör. Die liegen griffbereit, ne? Ich halte das so lange hier fest und lese, was ihr schreibt. Staubraum. Ja, die quadratischen Löcher, das wäre ja viel zu einfach gewesen. Echt mal. Man muss sich ja auch herausfordern. Nein, wir sind, das ist gar nicht gesponsert hier. So, die wahrscheinlich eher, ne? Die kleinen Nägel. Möchtest du das reinkloppen? Möchtest du deinen Wut über das Ausschneiden an dem Ding nochmal auslassen? Okay, versuchen wir es mal. So, erstmal die Äpfchen. Ist das hier unten gerade? Ja. Das sieht sehr gerade aus. So, mal gucken. Gut ausgemessen. Soll ich das hier so? Das ist jetzt so halb in der Ecke vom Regal. Ach so. Muss man angucken. Naja, unten, das sieht man ja eh nicht. Da können wir ein bisschen schummeln vielleicht. Okay. Ja, hau einfach mal rein. Ich hau einfach mal rein. Ein bisschen Luft. Geil! Juhu! Yes! Ich kann das mal ein bisschen zentraler rücken, den Kollegen hier. Ja. Damit man auch sieht, wie amtlich wir das hier festnageln. Ist ja so, soll der so sein? Das ist, glaube ich, ein. Ein Sonntagsnachmittag, ein Montagsnachmittag. Laura? Genau. Ich glaube, du musst deine Jacke hinten mal abkleben. Ich muss meine Jacke abkleben. Ja. Jetzt überleg mal. Weil da. Weil. Werbung drauf ist. Nein, das wir sonst eine Dauerwerbesendung werden. Stimmt. Ich kümmere mich gleich drum. Bam. Ich mach mal noch. Wir lösen das einfach anders. Gaffer ist die Lösung. Ich mach mal noch einen in die Mitte, oder? Ich mach mal noch einen in die Mitte. So, verschmelzt sich mit dem weißen Hintergrund. Machen jetzt eine Dauerwerbesendung für ein anderes Produkt. Das finde ich gut, das Produkt. Das kommt richtig schön. Ah, das ist doch super. Bitte? Würde? Das ist doch super jetzt. So. Das sieht gut aus. Okay, wie stellen wir denn jetzt heraus, wo du das Ding hier fixierst? Dann einfach oder fixieren drauf wir das los. Gar nicht und lassen das nur darum schlagern. Bitte? Ja, wir machen nur die ich mache einfach, ja. Ich habe so eine brauchen weibliche Intuition. Ja, ich würde es machen, weil sonst. Okay. Oder an ja, der aber Seite. Wenn wir es halt hier. Was? Wie oft wird es wohl passieren, dass Leute da irgendwie gegen. Ja, wenn Krogi hier ist, auf jeden Fall. Irgendjemand. Oder wir machen es erst. Nee, ich würde es erst in der Mitte und dann außen machen. Okay. Ja, auch so. Dann verzieht ja? sich das. Dann machen wir da keine Wellen rein. Mal gucken, ob ich es. Nee, uh-uh. Nee. Ja, ja, ja. Sehr mal. Ja, das könnte gehen. Hier. Da
Dafür gibt es bestimmt einen Trick für solche Sachen. Ja, gibt's einen Chat, kennt ihr dafür einen Trick? Gibt's da einen Trick? Ich mach mal hier rein. Ich lasse euch mal ein bisschen alleine. Ob jetzt halt alles klar, danke. Wie das Hängi entstanden ist. Oder was wir hier gerade machen. Ich habe getroffen. Nein, das ist die Renaissance des Hängi. Das ist die Neuentstehung quasi. Die Wiedergeburt. Ja. Oder die Geschlechtsumwandlung oder was auch immer. Die Transformation des Hängi, die wir hier gerade vollziehen. Willst du auch mal? Ja! Ja. Den Nagel reinhauen. Hui! Wo hast du jetzt noch angefangen? Nee, ich hab nur. Machen wir ja. Die alle auf. Ne, sonst mach wieder meins. Wie ist das? Aua! So. Wir haben, glaube ich, sogar noch einen zweiten Hammer in der Werkstatt. Ah, ja, ich hab simultan. Ich habe sogar mitgedacht. Man ist immer geneigt, Nageln zu sagen, aber es klingt so verwerflich. Er liegt sogar da. Nicht. Ich habe eigentlich schon mitgedacht. Gibt es dafür kein anderes Verb? Als hämmern und nageln? Hämmern. Wir können uns was ausdenken. Komm. Wieso nehmen wir nicht Kleber? Ah, nee. Kleber, das ist viel zu pazifistisch. Ja, und das kann man dann... richtig viel Schmerzen in diese Ausschnitte investiert. Das muss diese Kappa-Platte jetzt mit Nägeln bezahlen. Ich glaube, es geht auch schneller mit Nägeln und man kann es schneller umändern. Und wie wir gemerkt haben, man kann die, wenn man keinen Bock mehr drauf hat, einfach rausziehen. Ja. Aber jetzt muss ich das hier irgendwie... Okay. Außerdem stinkt Kleber und der Raum hier ist nicht besonders gut belüftet. Nein, wir nägeln das nicht kaputt, wir machen nur ein paar Löcher rein. Der kann das vertragen. Wollen wir das für unten seitlich legen oder kriegen wir das so hin? Ja, das ist das doch mal. Wir müssen uns das irgendwie ja nicht schwerer machen, als es schon ist. In welche Richtung zu mir? Sollen wir es ganz auf den Kopf stellen? Ja. Dieses Kabel nervt tierisch irgendwie. Auch ich lasse es einfach hier vorne rumbaumeln. Das ist so einfach freischwingen. Also ich sehe, das ist gerade echt eine Diskussion, was besser als kleben oder Nägel benutzen. Das wäre genau. Da steht die Kamera genau, ja. Dass man es gar nicht richtig lesen kann. Nägel ist einfach. Das war. Hier arbeitet keiner mit der Lampschirm. Ich geht zu so schnell, ich muss es schnell lesen. Nagelpistole. Tatsächlich haben wir eine Neuanschaffung der Firma. Wir haben jetzt auch eine Nagelpistole. Echt? Die ist allerdings an einen Kompressor gekoppelt, der bestimmt sehr schwer ist. Und ich habe mir die Gebrauchsanweisung durchgelesen für diesen Kompressor, denn ich lese Gebrauchsanweisungen. Ja. Und da steht drin, dass man eigentlich extra einen Mitarbeiter braucht, der das Ding regelmäßig wartet. Ich weiß nicht, ob das Thaddeus bewusst ist oder ob er dieser Mitarbeiter einfach ist. Thaddeus ist alles. So, dieser war jetzt schon mal ein Fail. Aber ich finde so, das ist auch so eine Frage, ob man eher so ein Gaffer-Mensch ist oder Heißklebepistole. Mhm. Ich bin ja Team Heißklebepistole. Ja, ja, da sind wir in einem Team. Ja, echt? Ich bin nämlich. Sehr gut. Hey, uff. Ja, also irgendwie. Also, wer sich überhaupt gefragt hat, wer sind wir eigentlich? Wir sind. Das Requisitenteam. Ich bin Laura und das ist Lydia. Ja, moin.
hier noch einen und dann haben wir es. Ja. Fertig. Dann verändern wir die Position von diesem Schrank oder lassen wir ihn? Ich würde sie da erstmal auf die Nupsis stellen. Stimmt, wir stellen ihn erstmal wieder, nicht dass ihm noch übel wird. Auf die Filzgleiter. Oder so lassen. Ne, das nimmt zu viel Platz weg, ne? Hm. Interessant. Was sagt der Netzschild? Quer oder hochkant? Nupsis. Es dauert immer ein bisschen, bis da die... Ah. Okay, das ist das erste Buch. Okay, also schief. Chat. Okay, schief. Schief, okay. Wollt ihr das Regal hochkant haben oder waagerecht? Oh, die sind drei. Ja, ganz genau. Da haben wir sehr oft mit zu tun. Hochkant. Ich glaube, hochkant. Ja. Was ist die Frage nochmal? Die Frage ist, wir überlegen gerade, wie wir das mit dem Regal machen, ob wir das wieder hochkant stellen in die Ecke oder so waagerecht. Aber ich glaube, dann bekommen wir Platzprobleme. Mhm. Hochkant. Die sagen alle hochkant. Weil wir das querlassen, dann könnten wir den Kollegen abpacken. Ja, okay. Oder wir probieren es aus. Wir sind ja ein demokratisch geführter... naja, eigentlich, naja, sind wir das? Sind wir demokratisch geführt? Ja, auf jeden Fall hat die Community natürlich Mitspracherecht. Wir heute ist der demokratische Tag. Ihr dürft mitentscheiden, ob quer oder hochkant. Vielleicht gehen wir euch nochmal an. Ja. Oder so ein bisschen Shrek ins Ecke. Ich meine, das ist ja eh ein toter Winkel. Das nutzt kein Mensch hier. Wow. Ganz viel Platz, um noch mehr kleine Staubwollmäuse und Ratten zu fangen in der Ecke. Wir finden da ein gemütliches neues Zuhause. Können wir ja erstmal so stehen lassen. Ja. Gut. Okay. Was haben wir denn eigentlich für den Lappen? Ja, ich habe ein bisschen trocken. Soll, also die bleiben aber erst hier drin, ne? Wenn wir jemanden von der sehr talentierten Regie hier hätten, der vielleicht uns noch eine Kamera... Das ist ja eh nur eine andere. Man kann ja mal gucken, ob die andere zufälligerweise auf die Sitzposition gerichtet ist. Nee, ich glaube nicht an. Okay. Ich drücke hier keine Knöpfe. Ich machen, aber was wolltest du jetzt machen? Einmal gucken, wenn die Kamera auf die Sitze geht. Was man davon sieht. Wie der Ausschnitt so ist. Ja, das wäre praktisch. Ja, praktisch. Ja, krass. Und? Ja, ich glaube, der musste andere Sachen noch tun. Ja. Aber die bleiben erstmal hier stehen, die Stühle. Ja, solange wir von Budget finden. Ja. Vielleicht können wir irgendwann mal diese Lederdrehstühle hier hinstellen. Die sind ja auch noch ein bisschen hübscher. Tobi! Da liegen so ein Teil, ne? Da liegen mehrere Teile. Ja. Oh. Nein! Ich bin gerade auf die Packung Nägel draufgetreten und jetzt liegen sie überall auf dem Boden. Ja, das Streamdeck. Cam 1 und Cam 2, da könnt ihr aber die ist nicht angeschaltet. Hallo. Ja, damit da steht sowas wie Cam 1 und 2 drauf, da könnt ihr drauf rumdrücken. Sag ich. Aber die Kamera ist nicht an. Achso, die ist nicht an? Ja. Das ist ja nur ein kleineres technisches Problem, ne? Kannst du das lösen? Ja. Das ist Tobi! Ich hoffe, der Akku leer ist oder so. Mal sowas wissen wir alles gar nicht. Wir setzen uns mit sowas nicht auseinander. Oh, mein Piercing reflektiert wohl. Sage ich, obwohl ich eigentlich Film studiert habe und auch sehr viel Kamera gearbeitet habe. Aber ich habe das alles ganz weit hinten in meinem Gehirn vergraben. Ich dieses Wissen danach nie wieder benötigt habe. So, ich stehe gerade dumm rum. Man muss auch irgendwie eine gewisse Hirnlogistik haben und Dinge, die man braucht und nicht braucht, sortieren.
Ja. Möchtest du so lange mein Mikro haben, Tobi? Nein, Tobi möchte... Ah! Okay, lieber Chat, ihr müsst leider auf Tobis Stimme heute verzichten. Die schlechten Schrauben sortieren für mich. Da sind nämlich erschreckenderweise ziemlich viele schlechte Schrauben dran. Genau, also falls ihr euch fragt, was gerade passiert, also wir versuchen, also Tobi hilft uns gerade, die zweite Kamera anzumachen, damit wir sehen können, wie der Ausschnitt meistens zumindest ist, damit wir dementsprechend halt den Hintergrund gestalten können, weil hinterher hängt alles zu hoch oder irgendwie zu sehr nach rechts oder links und dann sieht man halt davon nichts oder sieht doof aus. Deswegen warten wir gerade darauf, dass die zweite Kamera geht. Oh, das ist kein gutes Geräusch. Mach mal weiter. Ja. Gut. Wir können ja den anderen Kram schon mal reinstellen einfach. Ja. Dann seht ihr schon, was für hübsche Dinge wir ausgeschnitten haben. Wir waren eigentlich alles bei der Beamscom dabei und weiß, wo das gehangen ist. So, schön. Ah, okay. Ist das Ding vielleicht nicht angekabelt oder so? Haben Sie schon mal den An- und Ausschalter betätigt? Angekabelt, geil. Zu unserer Verteidigung muss ich sagen, wir haben um Hilfe gerufen, aber es hat niemand gehört. Tobi? Wir sollen Cam 2 suchen. Suchen? Einfach nur auf Cam 2 drücken. This I can do. Da! Geil. Okay. Okay. Das steht die jetzt auch? Weißt du, Paul, ob die so steht, wie sie normalerweise steht, wenn hier Leute sitzen? Ja. War das ein Ja oder ein Nein? Wir haben es hingekriegt. Danke. Wir mussten nur einen Knopf drücken. Ach, es ist da so eine Steuerung und dann drücken wir drauf. Aber es gibt ja auch die Tischsitzhöhe. Okay. Ich setze mich. Okay, die eine ist aber dunkler als die andere. Das ist egal. Okay. Das ist uns jetzt völlig irrelevant. Alright. So, ich setze mich jetzt mal hier hin. Das ist Cam 1. Das ist die 1, das ist die 2. So. Also ist schon sehr viel Headroom, ne? Gut, aber wir sind ja jetzt auch die ganze Zeit rumgelaufen. Ja. Okay, gut. Wir machen das jetzt einfach mal so nach Bauchgefühl. Ja, oder wir stellen erstmal diese Schwingerstühle hier hin. Ja. Beten wir. Danke. Oder weil die stehen ja eh drin und die sind ein bisschen höher als. Ja. Ja, Swinger, ne? Das war mir klar, dass der Witz kommt. Welcher Witz? Weil ich Swinger oder Schwingerstühle gesagt habe. Wie heißen die denn richtig? Freischwinger. Freischwinger. Das ist völlig korrekt. Ja. Warum heißt das so? Weil die quasi einen. Jetzt haben wir ja doch den. Und du mit denen so hübsch. Jetzt haben wir ja doch den kaputten dann mitgenommen. Wir haben tatsächlich einen Mangel an Zollstöcken aus irgendwelchen Gründen. Weil sie zu viele Zollstöcke habt. Holzstöcke brauchen wir nicht. Holzstöcke. Sieht man das? Ist abgebrochen. Und
Ja. Man weiß nicht, was passiert ist. Vielleicht war Thaddeus sehr wütend oder so unter dem. Genau, also falls ihr so viele habt, immer her damit. So. Die stehen ja meistens so ein bisschen angeschrägt. Das ist nicht leicht, ne? Nochmal auf diese Kleben-Thematik zurückzukommen. Wir haben auch überlegt, ob wir die Dinger einfach an die Wand kleben. Aber das Problem bei Kleben ist ja, dass es ein sehr finaler Prozess ist. Denn wenn es erstmal klebt, dann ist Entkleben. So, so lugt er genau über den Stuhl herüber. Also hier wäre 1,30. Ungefähr, der Kopf ist dann ungefähr echt hier. Echt verdammt schwer, diese Plan. Ein bisschen mehr Richtung. Ja. Oder wir richten es einfach ein und dann müssen die sich in Zukunft an der Deko orientieren. Man muss ja auch, wir können uns ja nicht immer nur nach der Technik richten. Manchmal muss ich ja, aber ich finde, das sieht ganz gut aus. Ja. Wollen wir einen Nagel reinmachen an die Wasserwaage? Oder? Ja, das ist ein guter Plan. Ich halte, du hämmerst. Ja? Ja. Aber es ist ja nur so. Es wurde gerade gesagt. uns wurde gerade gesagt, wir sollen es ein bisschen höher hängen, weil man sonst das Auge hier unten nicht sieht. Das stimmt natürlich. Aber na, es ist ja auch so. Ja. Höher, alle sagen höher. Aber das sagt ihr jetzt, weil die Kamera so steht. Ja. Normalerweise geht die so schräg auf die Stühle rauf. Also, naja, was heißt schräg? So mehr oder weniger. So leicht aufsichtig. Und dann seht ihr halt immer nur hier unten die Zombie-Augen ohne Pupille. Ja, aber das ist halt nicht so richtig angerichtet. Mal, ich adjustiere jetzt mal ein bisschen. Ich komme mal rüber, ich helfe euch mal. Ja, sehr schön. Mal so Ding, sieht das doch normalerweise aus. So kennen wir doch alle das Hängen. Und wenn wir jetzt nämlich den Kollegen hier höher hängen, seht ihr alle gleich, was passiert. Es sieht nämlich gut aus. Ich nehme alles zurück. Okay, Tobi hatte recht. Ja, das kann man schon so machen. Okay. Okay. Soll ich halten oder holst du die Sachen? Oder soll ich halte. Ja. Ich halte. Tschüss. Das war übrigens Tobi wieder. Ja, manchmal, man braucht auch die Schwarmintelligenz. Hast du es mit der anderen Kamera auch nochmal gecheckt? Das können wir gleich nochmal machen. Ja, eigentlich ist das die Standardversion hier. Also ist schon. Welche nehmen wir jetzt gerade? Die zwei. Kannst du mal auf Cam 1 drücken? Das ist aber auch gut. Das sollte jetzt mal schief kommen. Ja. Das richtet die Wasserlage. Ja. Cool, okay. Cool. Super, dann haben wir doch unsere Position. Dann müssen wir das jetzt noch arretieren. Wo haben wir die Wasserwaage denn hingetan? Ich hab die irgendwo hingelegt. Ja. Ja. Aber so ist die Kamera nicht. Nee, nicht. Aber das sieht doch gut aus. Wenn hier jetzt zwei Leute sitzen würden, dann. Jörg hat sich beschwert, dass die Kamera so nicht ist, normal. Ja, das können wir gut für dich tun. Eine bunte Lichterkette. Wir haben, glaube ich, keine bunte Lichterkette. Also wir haben eine ganz große bunte Lichterkette, die im Garten ist, mit so richtigen Glühbirnen drin. Aber jetzt so eine klassische Weihnachtslichterkette in bunt, glaube ich nicht. Ja, das ist richtig. Was ihr gerade in der kurzen Ecke gesehen habt, da geht es zu den anderen Büros tatsächlich. Und dann ist es dann mittlerweile. In dem weißen Schrank links, da ist das ganze Weihnachtszeug und da sind auch so eingepackte Lichterketten. Achso, die bunte, die ist im Schuppen. Irgendwo. Also die ist ziemlich groß und schwer. Ich hatte sie gewiss zu finden. Ja. So. Okay. Aber die ist richtig eingestellt. Auch nicht. Oder Holz. Ja. Wenn nicht, dass ich wusste. Ausdrucken einfach. Okay. Erst anzeichnen oder willst du einen Nagel reinmachen und dann mit der Wasserwaage? Ja, machen wir so. Einen Nagel, Wasserwaage. Was war das denn jetzt? So.
Ah ja, stimmt, wenn man schreibt. Ja. Es wird sowieso ein bisschen abstrakt alles am Ende. Die oder die größere Version, längere Version? Ja, vielleicht die längere Version. Genau. Das Ding hat echt eingelegt. Ja. Ja, jetzt wird wieder genagelt. Die Kameras können nicht mehr als 25p. Müssen wir diese Information irgendwie weitertragen? Keine Ahnung. Ich nagel erstmal. Kameras können nicht mehr als 25p. Das war für den Chat. Okay. Ah, Chat, okay. Die Kameras Chat? Können nicht mehr als 25p. Es geht einfach nicht. Es geht nicht. Vielleicht. Die sind sehr klein, die haben nicht so eine große Kapazität. Die müssen noch groß werden. 60p oder was das ist, was ihr wollt, gibt's nicht. So, jetzt muss man das hier machen. Das ist so wie die Stühle von 1995 sind auch diese Kameras. Von 1995 vielleicht. Mal ein bisschen runter? Ja, ich halte gerade gar nichts. Warte. Nee, hoch meine ich. Wack! Ah. Mal ein bisschen runter. Das ist interessant, du musst das an der Längskante. Ja, ich auch, aber ich habe das hier unten nicht gesehen. Gerade sehe ich, dass der unten auch ist. Ja, mach noch mal ein bisschen. Nee, sorry. Hoch. Runter. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ja, perfekt. Leute, alle anderen Kameras bei uns können natürlich 60p. Meine Fresse. Okay, Marco beschwert sich gerade, dass genagelt wird. Wer? Marco. Achso, ja, der sitzt übrigens nebenan. Marco hat hier gar nichts zu sagen. Genau, Paul, du sagst es. Marco hat hier gar nichts zu melden. Okay, jetzt kommt der. Machen wir unten. Komm, Marco komm. Zuliebe machen wir unten auch noch zwei Nägelchen rein. Ganz unten? Ja. Okay. Schön, ich muss ja gar nichts mehr machen. Das hält ja von alleine. Was ich mich fragte, ich habe das Ding hier auch ausgeschnitten. Brauchen wir das überhaupt? Chat, also was meint das ihr? Wird vermutlich eh nie im Bild sein, weil ich meine, wer hier hinschaltet, weiß ja, wo er hingeschaltet hat. Chat, was meint was ihr? Vielleicht interessant ist. Soll das mit aufgehangen werden? Brauchen wir das Ding? Oder nicht? Oder nicht? Nee, nö. Too much, ja, ja weg damit, nein. Ja, alles drauf, ja, ran da. Klar, ist geil. Lieber nicht. Wir wissen, wo wir sind. Boah, das ist jetzt ein bisschen zu divers alles. Könnt ihr euch einigen, bitte? Nee, nee, nee. Ja, oder vielleicht nicht dahin, an einer anderen Stelle. Ganz unten. Guck mal, hier kannst du. Super. Es ist da, aber es ist auch nicht da. Ich lasse es erstmal hier stehen. Auf jeden Fall passt es zum Schrank. Geben wir euch noch ein bisschen Bedenkzeit. Ja. Okay, gut, ja. Jetzt müsste man schon in 60p sehen, um das beurteilen zu können. Ah, schade. Haha. So. Okay. Ich hatte doch noch mehr von diesen blauen Dingen. Ach, da. Ja. Ach so, hier ist auch noch eins, ne? Oder welche? Ja, einfach mal alles hier hin. Hier ist Battery Low. Ich hoffe, das reicht noch. Dann müsst ihr das jetzt einfach alles mal anhalten und gucken. Wir haben ja insgesamt vier Hände. Willst du die Runden auch aufhängen? Crazy. Und probieren. Wir können so einen Punkt zwischen die Augen machen. Das ist die indische Version von einer Bohne. Wird das Zen-Zimmer oder so? Okay. Neues Design. Bockt, by the way. Yeah, that's sehr schön. Was do you? Nimm mal noch vielleicht so einen gelben. Nimm mal so einen gelben. Klein oder? Irgendwo so ein kleines oder? Kleines Ding.
Mach einfach mal. Mal gucken. Dann habe ich halt zwei kleine. So. Also ich glaube, das hier an der Ecke, das kann man schon so machen. Das wird natürlich unten nie zu sehen sein. Da brauchen wir auf jeden Fall unten auch noch ein blaues Ding. Ich habe da irgendwo noch eins mit einem Sternchen. Könnte man den Kollegen vielleicht noch hier anbauen. Den sieht man gar nicht. In dieser Kameraposition. Aber, sagt Camp 2. Das ist Camp 2? Nee, das ist Camp 2. Oh, und oh Wunder, seht. Ja. Genau das Sternchen im Bild. Sehr schön. Mhm. Okay, lassen wir das schon mal so. Vorher sah es so schön minimalistisch aus. Erst den Rand puzzeln, dann wird es einfacher. Hm. Das stimmt. Aber in der Ohne Überlappung probieren. Ohne Überlappung. Ja, Überlappung, dann sieht das doch nicht so steril aus. Ohne Überlappung. Also das hier oben ist ja schon ohne Überlappen quasi. So, warte mal, ich mach nochmal die andere Cam an. So. Das wäre jetzt ohne Überlappung, das sieht doch kacke aus. Ach, so mega kacke finde ich es gar nicht. Eigentlich. Oder er fällt dir so runter? Also einfach so an die Natürlich Seite. Natürlich mit Überlappen. Vorher ich war schon genug Lappen, was? Ja, wir sind ja noch nicht fertig. Überlappen. Der Überlappen ist ein Überlappen. So, Mosaik. Also so sieht es halt witzig aus, weil es so gerade so runterfällt. Nee. Nee? Nee. Also so mosaikmäßig finde ich auch nicht so verkehrt. Da müssen wir nur noch ein bisschen zurechtschneiden. Und dieses Scheiße zu schneiden ist nämlich Hölle. Ich möchte das eigentlich gern vermeiden. Ja, ich will sowas. Ja, okay, so sieht's. Hat schon sehr bunt drauf, ne? Also. Guck mal, wir können das auch richtig hier fließen. Richtig amtlich fließen. Hat auch was. Ich find's süß. Man weiß leider immer nicht genau, wenn dann sowas kommt wie, ja, so in der Art ist geil, auf welches Stadium unseres Rumprobierens sich das bezogen hat. Der Delay, ne? Ja. Nach unten. Achso. Nee, ja. Mosaik und kleinen Freiräume. Boah, das hilft irgendwie so in der Entscheidungsfindung. Mäßig. Wir sind ja noch nicht fertig. Ja, was ist mit der Abstimmfunktion? Ja. Jetzt auch. Aber so finde ich es eigentlich auch nicht schlecht, wenn man die Wand gar nicht mehr sehen würde. Aber dann wird es halt schon echt krass heftig. Dann ist das schon so ein... Das wäre zu viel. Schon so ein, eine Ansage, ne? Ja. Ja, wir sind hier bei Rocket Pizza. Ich sage, mach. Ach, ich habe nicht draus gelernt. Upsi. Upsi. Moment, das die Arbeitssicherheit sieht, ne? Arbeitssicherheit wird bei den Rocket Beans groß. Ich habe leider nur zwei Hände. Aber wenn man das so macht. Ja! Das ist doch eigentlich. Und in die Mitte freilassen? Ich finde das gar nicht so schlecht. Und wenn wir dann hier noch so ein kleines, so wie dieses hier. Oder. Oh Gott! Komm her! So? Nee, das ist so dunkel. Hey, na! Oder den. So tauchen ja. Jetzt quasi alle Farben. Mitte frei. So diagonal voneinander auf. Okay, wir lassen das jetzt erstmal so und gucken, was passiert. Ich fand das vor 5 Minuten gut. Ja, sehr schön. Das ist zweifarbig. Aber Herzen ihr bleibt dann auch immer so stehen aus. Und haltet das so, ne? Ja, klar. Ja, ja, okay. Wir
trainieren. Dann ist das geil, dann lassen wir das. Jörg, wie findest du es so? Jörg, was genau? Was ist denn da? Ja. Das war eine Idee. Was sagst du? Das war eine Arsch und das war, der Felix, ne? Der ärgert euch gerade. Ja. Was sagt ihr dazu? Also. Also ich finde das Blau da in den Ecken immer geil. Das andere. Wo bist denn du gerade? Das war ich wirklich nicht. Das ist Felix, der macht hier Scherze. So. Felix macht Scherze. Rausgefunden, wie man hier Sachen bedient. Felix erkennt offenbar nicht die Brisanz von unserem, von unserer Angelegenheit hier. Okay, es sagt kein. Okay, ich liebe es. Gut, wir verlassen uns jetzt einfach auf Pika. Pitch. Ich kann es nicht lesen. Ja, der hat recht. Der sagt, er liebt es. Oder ja. Sie? Man weiß es nicht. Pitchkachu auch und Mandreschak und. Aber so finde ich es. Alle sagen das. Wir knallen das jetzt so an die Wand. Und die freilassen? Ja. Ja, letzte Woche. Tacken mehr. Du musst ihm ja auch Luft zum Denken geben, dass die Gedanken ja, das stimmt. Umstellen kann. Okay, gut, wie machen wir das? Ich bleib hier stehen und du machst Beispiel? Das hier schon mal fest. Also irgendeiner muss sich jetzt lösen von der Wand. Ich glaube, bei dir ist es am einfachsten, das ja. wieder ranzukriegen. Vielleicht. Nein. Ist mir egal. Ja, wir können es ja auch immer noch umändern, wenn es ja, scheiße aussieht. Ja, vor allem habe ich gemerkt, man kann aus dieser schönen butterweichen Wand die Nägelchen einfach rausziehen. Oh, ich bin schon ein bisschen spitz von hier. So. Okay. Ja. Aber den kriegen wir auch wieder fest. Oh, das ist ein Kutscher. Was ist denn da oben? Was ist denn da? Aber man hört mich. Ja, der letzte Teil ist eher reingebogen, aber. Soll ich ersparen wir den Nagel oben, Marco? Na, gut. Okay, dann hatten wir den Kollegen. Und der war gleich. Mit dem Spältchen. Oder ohne Spalt. Ich glaube, so ein kleiner Spalt ist cool. Spalt. Kleiner Spalt. Dann ist der direkt hier. Wenn wir das so auf. Stoß mit seiner Oberkante machen. Dann sieht es so aus, als wenn er so eine mega lange Augenbraue hätte. Oder so einen schiefen Kajalstrich. Ja, oder schmal. Ja, sowas. Vielleicht ein Mittelding aus beiden. Sieht das nicht eher wie schlechtes Handwerk aus? Findest du? Das hatten wir nochmal oben, das Gelbe, ne? Ja, guck dir das nochmal an. Ist das nicht grüner? Ist nicht leicht, diese Entscheidung zu treffen. Ich würde ohne machen. Ich würde auch ohne machen. Ohne. Sorry, Jörg, ohne. Das ist mein ganzes Innenarchitekturstudium umsonst gewesen. Schon wieder. Hilfe. Du schon wieder, Ben. Wir arbeiten hier. Sorry, Chat. Also wenn ihr das hinkriegt, ohne die Technik kaputt zu machen und drauf zu treten. Die Stühle sind für uns aber essentiell wichtig, weil wir daran unser Konstrukt hier ausrichten. Sorry. Um zu erklären, was hier gerade passiert. Marco und Ben wollten Tischtennis spielen. Wahrscheinlich wollt ihr die viel lieber Tischtennis spielen sehen, als uns hier den Rotz an die Wand nageln. Aber das ist leider, wir schieben das schon sehr lange auf. Und jetzt, heute ist eben der Tag, wo wir mal ein bisschen Zeit haben, abseits vom Bücherregalbau
um uns darum zu kümmern. Ist gerade irgendwas umgefallen draußen. Okay, gut. Jetzt die Sachen da oben oder erst lassen eins in der Ecke? Noch einen kleinen. Machen wir das auch gelb oder machen wir... Oh. Habe ich den gelben Tier noch stehen? Ist der nicht runtergefallen? Ja, ich meine auch, du hättest gelb gehabt. War das nicht noch näher dran? Aber also ich halte mal. Ich habe es direkt angehalten. Ich mache das mal hier oben, da ist ja auch gelb. Ist geil, wenn hier aber der Abstand genauso groß ist wie da vielleicht. Hm. So ungefähr. Oh. Echt? Was? Echt? Ja, das sieht da so verloren aus, oder? Oder wir machen erst die großen Platten und dann gucken wir, was wir da unten irgendwo hinkriegen. Okay. Ja? Der Abstand von Weiß und Orange muss bitte gleich sein. Wie viel Grün? Ja, ich habe auch Grün schon öfter mal voll. Also Grün ist eine Farbe, die hier nicht genug zur Geltung kommt. Außer im Green, das dann rausgekiept wird. Ich wäre ein großer Freund von Grün. Aber dafür kaufst du ja Pflanzen oft. Ja, ich bin der erste Mensch, glaube ich, in dieser Firma, der wirklich echte Pflanzen gekauft hat. Und aber sie nicht pflegt. Und sie pflegt, ja. Mhm. Okay. Mal gucken, wie lange das gut geht. Und diese Pflanzen kann man nicht rauchen, angemerkt. Gut. Halten wir den hier fest? Jo. Das sind hier. Das ist ein kleines Stückchen. Ich überlege gerade wegen der Ecke hier, ob das nicht komisch aussieht, wenn ich nur so schlank. Achso, ja, warte, nee, ich glaube, ich hatte das auch bündig. Bündig? Ja. Nee, hatte ich nicht. Wir den schon mal andersrum eigentlich? Ja, ich hatte den andersrum, weil da dieses orangene Viereck hängt. Achso, weil das mal. Hatten wir das dann? Da müssen wir weglassen. Ja. Oder hatte ich das überhaupt noch? Nee, ne? Nee. Da sind wir uns einig. Okay, weil wenn wir das zum Beispiel so machen, dann hätten wir hier so eine... Ja, das finde ich wieder gut. Ja, machen wir, oder? Okay, ja. Man muss auch einfach mal Dinge machen. Ich halte diesmal. Und ich hämmere? Ja. Oh, ob ich das jetzt hier kriege. Nein, ich würde gerne eigentlich dieses vorgebaute Loch benutzen, weil es zu groß ist. Aber ich habe es da auch nicht gemacht, weil es dann bestimmt wieder rausflutscht. Einfach schräg oben noch ein und dann reicht das? Ja. Okay, cool. Dann noch der. Aber wollen wir nicht das Blaue nehmen, wo das Sternchen ist, hier oben hin? Ja, den Stern. Aber denkt daran, andere Kamera. Gucken wir uns das doch nochmal, weil man sieht von dem ganzen Kram hier wahrscheinlich in Cam 2 nichts. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall unten auch noch. Ja. Uns darum kümmern. Und machst du jetzt mal das Sternchen nach unten? Dann haben wir nämlich hier das, wenn dann hier jemand in... Ja, okay, das ist geil. ...hier sitzt, dann hat er so das, das Sternchen quasi... Ja, finde ich auch besser. ...vom Geist, den Stern... Ja, es wird gesagt, das ist schief. Wo ist das denn schief? Schief? Wir haben das ausgemessen. Das ist die Kamera. Das ist der Ausschnitt. Wir haben extra eine Wasserwaage genommen. Dieses komplette Haus ist auch einfach schief. Also im Prinzip, wenn du hier Dinge gerade aufhängst, dann wirken die schief, weil der Rest eben schief ist. Ja. Wollen wir nochmal die andere Kamera nehmen? Ja, natürlich. Ich hab's, glaube ich, jetzt runtergetan.
damit man Sternchen sieht. Scheiße. Sieht man es auch noch, wenn es oben dran ist? Komm, wir testen. Ah. Nochmal oben auf Kante. Auf Kante, ich glaube, man sieht man es nicht mehr. Aber ich meine, man weiß auch nie, wie die Stühle stehen. Ja, ja, okay, man sieht es noch. Aber da muss hier noch irgendwas hin. Ja, auf jeden Fall, da können wir noch was hinmachen. Das ist ja eh nie alles gut, wenn man will. Ja. Okay. Dann rollt. Es macht richtig Spaß, ja, in diese Wand reinzuhämmern, weil es so einfach ist. Jede Wand sollte so sein. Keine Macht im Stahlbeton. Okay, gut. Dann widmen wir uns jetzt am besten mal Camp 2, oder? Und gucken mal, wie wir hier unten das alles lösen. Marco schreibt dieses Game gegen die Wand. Tut mir leid, Marco. Mir nicht. Also ich muss leider auch sagen, diese gelben Dinger sind so ein bisschen uninspiriert. Ich weiß auch nicht, warum das... Das könnte Ben uns wahrscheinlich erklären, warum das diese zwei Farbtöne sind. Upsi. Vielleicht draußen noch? Ja, stimmt, hier ist noch ein blaues übrig. Naja, du darfst ja nicht. Das sieht ein bisschen so aus, dann, als ob der so einen Mund hätte, so einen kleinen bösen Mund. Wie ein Mund? Ja, so, weißt du, diese, so ein... Ach so, ja. Also ich finde, wir müssen noch irgendwo was Gelbes hinhängen. Ja. Das ist nicht leicht, ne? Oh, das vielleicht noch. Und hier muss noch was Gestreiftes hin, glaube ich. Ich glaube, wir müssen einfach was Gelbes noch was rausschneiden. Was ausschneiden. Ich mag nicht aus den Fehlern lernen. Oder vielleicht hier unten. Ja, aber meinst du das? Was ist denn eigentlich? Guck dir das mal an hier. Das ist zwar nicht ganz das System, was wir oben verfolgt haben, aber so mit so einem kleinen. Also man wird, je nachdem, wird es anders aussehen. Achso, du hast mich umgestellt. Ja, ich wollte mal kurz das gucken. Mach das wieder so, wie es vorher war. Na gut. Hier, guck dir das mal an. Ja. Es gab früher, ich glaube bei den Sims oder so, so ein Gemälde, was man in seinem Haus hängen konnte. Das war sehr teuer. Das war auch so Farbflächen. Aber ich glaube, da war eine schwarze Linie zwischendrin. Das erinnert mich ein bisschen daran. Kleines. Oh. Du hast das Licht ausgemacht, glaube ich. Ich löschte das Licht. Beschriftete RBTV nach unten. Rechts, oben rechts. Mein rechts oder mein rechts? Haben wir draußen noch was stehen an Platten? Nee, das ist alles, was wir haben. Also ich finde tatsächlich, wir können das eigentlich so... Also die Ecke hier finde ich okay. Ja. Sollen wir das schon mal festmachen? Mhm. Was sind die langen Nägel? Gut. Da
Soll ich mal allen von meinem Namen? Ja, dann mache ich schon mal den Namen. Nee, falsche Seite. Also falls ihr fragt, was wir gerade machen, für diejenigen, die noch nicht von Anfang an dabei waren, wir machen das Hängi neu. Wieso habe ich hier keinen Nagel reingemacht eigentlich? Egal. Gute Frage. Ist das von dem Abstand okay da? Ich sehe es nicht. Das ist zwei gespreizte Finger breit. So. Naja gut, das passt. Okay. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat, aber Marco hat gerade zurückgeklopft. Warum ist Blau nicht an der Kante? An der Kante? An, hier an der Kante? Das sieht doch hübsch aus mit dem Ding dazwischen, dem Wald. Dem anderen Rücklein. Ja, das ist jetzt so, jetzt ist die Frage Abstand, ne? Also ist es cool, ist es nicht cool? Wir haben quasi jetzt zwei Schichten. Wir haben die Oberschicht, die hat keinen Abstand. Und wir haben die Unterschicht, die hat einen gewissen Abstand. Also ich finde hier... Ich finde, es sieht ja so gut aus. Komm, jetzt stell mir mal die Stühle hier. Sorry, Leute, damit müsst ihr jetzt leben. Tut mir leid. Stehen die immer gerade davor oder haben die immer so... Nee, die haben schon immer so ein bisschen Abstand. Das ist doch eine Wohltat für die Augen, diese Spalte. Ist Spalten nicht auch so ein Wort, was hier gängig ist? Das hat sich doch mal etabliert. Müssen wir doch wieder aufleben lassen in diesem. Spalte? Spalten. Spalte. Der Axt. Spalter. Achso. Das ist doch so ein Pen and Paper-Ding. Ja. Also noch irgendwas Kleines in die Ecke? Die. Ja. Und dann würde ich sagen, sind wir eigentlich ganz gut vorbei. Weil dann haben wir hier da ist orange und dann haben wir das da auch. Ja. Was sagst du? Meinst du, wir schneiden das ab? Ich häng's mal links mal hin. Ich bleib so lange hier sitzen und regeneriere. Was hast du gesagt? Ich sag, da häng's mal hin, ich bleib so lange hier sitzen und regeneriere. Nicht selbst. Nee, jetzt muss ich aber... Soll ich das jetzt mal? So. Dann aber auch einen Abstand lassen, ne? Mhm. Ein Spalt ist, muss auch ein zweiter Spalt sein. Mach mal die andere Cam. Sieht man wahrscheinlich dann wieder nicht. Achso, wir sind auf zwei. Auf die eins. So. Soll ich den ein bisschen kleiner machen? Aber dann ist das nicht der da ist, aber ist auch egal, ne? Oder sieht's? Wir können das, ich hatte ja das gerade mit meiner Anatomie gemessen. So, passt genau. Ja, passt, eigentlich. Dann machen wir das. Ja. Okay, rein da. Rein da. Ist auch keine Lust mehr, ich hab Hunger, wir haben noch keine Mittagspause gemacht. Ich hab auch Hunger. Was esst ihr heute so, lieber Chat? Seid ihr so der mittags warmen Esser oder abends Esser und Kocher? Backofenpommes, oder seid ihr Sucuk? So der Schnellkocher? Mit. Mensch, Laura. Backfisch, Pizza, Stippmilch. Was ist Stippmilch? Stippmilch. Ist das so... Stand da gerade Sofa mit Ketchup? Nee, Senf. Senf. Luft und Liebe. Oh. Ach, Marco. Wir sind auch gleich fertig. Nudeln mit Pesto. Sushi, okay. Ja, du isst Kürbiscremesuppe. Oh, Hühnerfrikassee selbst gemacht? Ja, Pommes. Ist das Hühnerfrikassee selbst gemacht oder gekauft? Oder selbst in die Mikrowelle gepackt. Ja. Toast mit Maggi. Aber, geil auch, oder? Aber dann fehlen die Zwiebeln. Erdnusscremesuppe. Nein, sowas gibt's nicht wirklich. Ach, die verarschen es doch jetzt hier. Erdnusscremesuppe? Ne, ist Curry, oder?
Stäbchen. Selbst gemacht, sehr gut. Frikadellen. Stippmilch ist süßer Quark mit Milch verdünnt und Früchten. Aber das als Mittagessen? Eher ein Dessert, oder? Ja. Aber es gibt, also, ich kann das verstehen, dass manche Leute, ich gehöre tendenziell auch dazu, dass ich sagen würde, jetzt irgendwie so ein Milchreis oder so, ja, akzeptiere ich auch als Mittagessen. Ja, Milchreis geil. Mit Zimt und Zucker oder mit heißen Kirschen. Ja. Man könnte ich argumentieren, auch das sei ein Dessert eigentlich. Wir haben keinen einzigen aus dem YouTube-Chat. Es tut mir leid, also hier oben steht, das ist der Super-Chat. Vielleicht haben wir das zufällig jetzt nur so selektiert, dass da kein YouTube-Zitat war. Aber nee, eigentlich erkennen wir es ja daran, da wo das YouTube-Logo ist. Also doch, das denn zum Beispiel. Da war jetzt gerade ein YouTube-Logo. Ah, okay, das wird quasi hier zusammengespeist. Es gibt einfach viel mehr von den Twitch-Reckblasen. Jetzt kommen die YouTuber hier. Wohin kommt das Banner links? Das Banner war ja so ein bisschen, da wart ihr zwiegespalten. Also ich glaube, die Mehrheit hat gesagt, nee, wollen wir nicht, wir wissen, wo wir sind. Gib mal, ich probiere mal was aus. Das passt wahrscheinlich von der Höhe nicht. Nee, ich dachte so hochkant, aber das... Auf den Schrank vielleicht drauf. Ja, da haben wir auch noch kein Konzept so richtig, ne? Auf den Schrank. Das sieht schon auch dann sehr nach Messestand. Ja. Oder wir schneiden das so einzeln aus, die Elemente, und machen das noch irgendwie. Nee, ich glaube, wir haben kein Marketing hier drin. Das ist nur. Okay. Oder hier unten. Entscheide ich. Wahrscheinlich kriege ich danach dann einen Deckel dafür. Es gibt das Banner noch. Wer eine Petition einreichen möchte für das Banner, hängt das Banner ins Hängi. Nee, hängt es. darf das gerne tun und dann sind wir bereit, darüber zu reden. Genau. Sag mal, ist euch eigentlich aufgefallen, dass das Moin Moin Set ein bisschen anders ist? Das würde mich ja mal interessieren. Mhm. Auf Anreiz von dieser reizenden Dame. Wie findet ihr das so? Also weil, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, das Akira-Bild bekommt einen neuen Platz und da ist jetzt quasi Platz geschaffen, um eure Einsendungen hinzuhängen. Also falls ihr irgendwie geilen Shit zu Hause habt, den ihr noch nicht losgeschickt habt zu uns, dann könnt ihr das gerne machen. Und wenn es passt... Er sich mit einer Wäscheklammer aufhängen. Ja. Das ist die einzige Bedingung, die wir quasi haben, weil das... Ja, getöpfert ist halt schwierig. So, ist halt nur so Garn mit Klammern. Genau. Schwere Dinge haben Probleme. Also schickt uns gerne eure Fanpost. Ja. So. Gut. Wir sind fertig. Fürs Erste. Gut, wir müssen den ganzen Rotz noch wieder einräumen. Aber das passiert nach der Mittagspause und das ist, glaube ich, auch nicht so interessant. Genau, aber gerade gucke ich noch, ob irgendwas zum Moin Moin kommt, aber ist noch keinem aufgefallen. Akira gibt's gerade auf Netflix. Ja, sehr gut. Der Applaus und das Fertigste? Nee, ich glaube, dass Akira auf Netflix läuft. Okay. Das heißt, wir verschwinden. Seid ihr durch? Ja, quasi. Wir sind ziemlich durch. Wir sind, ja. Also es kommt leider gerade noch nicht zu meinen Leuten. Wie geil wäre das denn, wenn du ein Septum-Piercing hast, wo so eine kleine Lampe dran ist? Ja. Dann immer so schön auf deine Zähne beim Lächeln, auf deine Zähne leuchtet. Ich lege das manchmal in die Sonne, damit das so lacht. Auflädt. Damit es sich auflädt. Und danach dann. Es gibt eine Superpower. Schön. Pflanzen noch bitte, ja. Ja, finden wir gut. Gerne. Gerne. Das Problem ist, dass das Hängi ein sehr anspruchsvolles Klima hat. Denn im Sommer hat es hier 50 Grad und im Winter, weiß ich nicht, vielleicht 15. Mal gucken. Ja. Aber es gibt ja auch sehr robuste Pflanzen. Die wollen, dass wir was zocken, habe ich gerade gelesen. Wir zocken uns gleich unser Mittagessen. Ja. Okay, also wegen Moin Moin und Hängi und generell, wenn ihr was anders haben wollt oder Kritik und Lob und was auch immer, dann schreibt uns das gerne. Und ja. Ja, tschüss. Dann, ja, danke, dass ihr da wart. Wir hoffen, dass die meisten Leute damit leben können, dass das Hängi jetzt so aussieht. Genau, also hier, wie gesagt, im Regal, da passiert noch was. Wir wissen noch nicht genau was, aber vielleicht seid ihr dann auch wieder dabei. Schauen wir mal. So. Also, so, wir gehen jetzt was essen. Gerade in der Regie war, wir sind durch. Ja. Wir müssen uns ausschalten jetzt. Nein, schaltet uns nicht aus. Macht's gut!